Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. So sehr ich heute den ersten Drehtag habe. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Dann suchen Sie ihn eben. Und die eigentliche Szene oder was Hitler gegenüber auf der Lage dann passiert, das werden wir eigentlich erst in München erfahren, oder ich in den nächsten Szenen, die ich habe. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Fegelein! Um einfach aus Berlin wieder rauszukommen. Und ausgerechnet Himmler! Zu sehr ich heute den ersten Drehtag habe. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Bringen Sie mir Fegelein! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Dann ist die 9. Armee verloren. Fegelein! Ich muss hier weg. Fegelein! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Adolf Hitler, we are getting complaints that you are insulting our customers. Because of us. Yeah! Und da ein ausgerechnet Himmler!